So, jetzt geht schon ein langer Tag in die letzte Phase. Zum Pionierlabor gehört auch, dass wir immer einen Lehrtrainer abends nochmal mit auf die Bühne holen. Und in diesem Jahr freue ich mich sehr, euch Gunnar Bremer vorzustellen, meinen geschätzten Lehrtrainerkollegen. Ich sage ein bisschen was zu dir und du wirst dich dann, glaube ich, auch noch gleich ein bisschen selbst vorstellen. Ich bin gespannt, was du zu sagen hast. Ja, ich bin auch gespannt. Also ursprünglich schön, Kaufmann, ne? Ganz viele Ausbildungen gemacht, TPU sehr intensiv studiert und du bist Berater und Coach, freiberuflich und Lehrtrainer am ISB im Coaching- und Teamentwicklungskurriculum, dort speziell auch für die Teamentwicklungsbausteine aktiv. Und was ich sehr mit dir verbinde, ist, und das passt sehr zu deinem Titel, dein Interesse an dem Dahinterliegenden, an dem Wesentlichen, an dem Wirkenden. Mit einem ganz großen Interesse, so was ist eigentlich dahinter? Und wir arbeiten ja gerade miteinander auch sehr an Teamthemen für die Curricula. Und deswegen freue ich mich jetzt sehr, das passt zu deinem Titel heute, den du mitgebracht hast, Identitätsentwicklung für Teams als dialogischer Prozess, wesentlich über Wesentliches sprechen. Herzlich willkommen hier auf dieser Bühne. Wow, danke. Danke, Thorsten, ne, bei so einer Vorstellung, denn jetzt bin ich aufgeregt. Glaube ich auch gut. Ja. Schön, euch zu sehen. Ja, und wunderschönen Abend miteinander. Ich weiß, ihr habt viel gearbeitet den ganzen Tag über und vieles durfte ich miterleben, nicht alles, ne, aber es sind faszinierende Themen dabei gewesen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass dieses Pionierlabor diesen Fokus Teamgestaltung, Teamentwicklung, Führung von Teams hat. Ja, ich finde, es ist eine wichtige Perspektive, neben den ganz großen OE-Themen, neben den Personenkompetenzthemen zu schauen, okay, was kann das ISB leisten und zeigen und dazu beitragen, dass Teams gerade heutzutage entwickelt werden, weil die Situation von Teams sich stark verändert hat. Schnelllebiger, ja, Teams werden schnell neu zusammengesetzt, viel Projektorientierung. Ja, und da stellt sich eigentlich die Frage, wie kriegt man eigentlich in der Kürze der Zeit Vergemeinschaftung hin? Und wie kann man Teams begleiten, zu etwas zu werden, zu einer Einheit oder auch, wie du sagtest heute Morgen, zu einer Verantwortungsgemeinschaft? Ja, das ist ja eine Runde von Menschen, die nicht nur klar sind, welche Verantwortung sie haben, sondern sie erleben ein Gemeinschaftsgefühl. Und ich möchte gerne dieses Gemeinschaftsgefühl mit einem anderen Titel besehen. Ich möchte sagen, wo erleben Teams ein wirkliches Gefühl von Identität, von Kongruenz untereinander. Und da habe ich ein paar Sachen mitgebracht, die sind fragmentarisch. Das sind einzelne Elemente. Ich freue mich auf diese Keynote, ich freue mich aber auch auf den Dialog danach. Wir werden ungefähr eine Stunde, ich hoffe, ich kann euch so lange hier behalten. No? Wenn ihr geht, dann muss ich entweder Gas geben oder was anderes erzählen. Ja, ich freue mich aber auch auf nachwirkende Dialoge mit euch. Ja? Ja, vielleicht Identität. Das ist ja, wir haben ja beim ISB einen großen Begriff der Rolle. Ne? Rollenkompetenz, aber auch Rollenidentität. Und für mich verbindet das immer nochmal einen Qualitätsunterschied. Ne? Also wenn ich in einer Rolle bin, die kann ich ausfüllen. Aber wenn ich in eine Identität hineinsteige, dann ist das eine andere Verkörperung, dann ist das ein anderer Bezug zu mir und zu dem, was ich tue. Ja. Und vielleicht einige Worte, Zusätze zu dem, was du gesagt hast, es mögen ein paar Doppelungen dabei sein zu mir, ja. Nämlich wer bin ich? Ja, und das ist auch nur fragmentarisch. Ja. Und das reicht auch. Ja. Einmal bin ich Hamburger Jung. Ja. Und das spüre ich auch immer noch, selbst nach 26 Jahren im Süden. Ich bin Wahl-Chiemgauer, das bleibt auch so, denn Chiemgauer wird man nicht, wenn man aus Hamburg kommt. Ja, da kann man machen, was man will. Ja, die Identität, die kriegt man nicht. Ja, man kann eingegliedert werden, ja, aber so Trachtenverein und Feuerwehr, never touch it, funktioniert nicht. Ja, ja. Ich bin Partner, ja, einer großartigen Frau. Jetzt kriege ich Tränen in den Augen, wenn ich dann denke, ich bin Bonuspapa, ja, das heißt, ich habe eine wundervolle Stieftochter. Ich bin Bergliebhaber.
Das Teil mag ich überhaupt nicht. Skibergsteiger, Wildwasser-Kajakfahrer. Ich arbeite gern mit Holz. Ich hoffe, in 5 Jahren kann ich sagen, ich bin, das nennt man in der Community so, ich bin Woodworker. Bin ich auch lange entfernt von. Ne? Deshalb kann ich sagen, ich arbeite mit Holz. Ne? Also ne, da nochmal darzustellen, so, was Identitätsempfinden ne, wirklich ist, würde ich gerne sagen, keine Chance. Ne? Aber ich bin auch ich. Und ich bin sicher einiges, was Menschen von mir denken. Manche Sachen möchte ich gar nicht wissen. Ja. Ja. Identitäten steht also nicht nur dadurch, was ich mir zuschreibe, zu dem ich geworden bin. Identität ist auch etwas, was andere mir zuschreiben. Ja. Und durch diese Zuschreibung, hoffentlich positiv in der Natur, kann ich dort hineinwachsen. Ja. Was andere Leute in mir sehen, kann bedeutend für mich sein und für meinen Lebensweg. Ich bin auch Lehrtrainer beim ISB. Seit 4 Jahren, ich verfuhr in einer Lehrbeauftragtenrolle zum Thema Transformation. Und ich muss sagen, wenn es um Identität geht, ist es nicht so, dass ich mich von Anfang an so gefühlt habe. Ja, es ist auch ein Werdenprozess. Ich habe auch mit anderen Lehrtrainern gesprochen, die sagten auch, es hat lange gedauert, bis man wirklich da stehen konnte und sagen, ich bin ISB und ich bin Lehrtrainer. Ja. Da hat Thorsten mich drauf gebracht. Nach dem ersten Curriculum zu mir sagte Gunnar, was würde passieren, wenn du in die Rolle hineintreten würdest, wenn du das wirst? Ja, was passiert dann? Welche Auswirkungen hat das auf dich und die Art und Weise, wie du Curricula begleitest? Das ist eine wichtige Frage, Thorsten. Ich bin systemischer Berater, ich bin Coach, ich bin Berater für Teamentwicklungsprozesse. Das ist für mich eine wichtige Identität, weil ich nicht Teamentwickler bin. Teamentwickler sind die Führungskräfte in den Unternehmen. Teamentwickler sind die Menschen, die Teamentwicklung live erleben, die Mitarbeiter. Das sind Menschen, die Teamentwicklung machen. Ich bin es nicht. Ich bin ab und zu mal da und darf das unterstützen, Regiehilfe geben, Co-Regisseur sein. Ja. Aber die eigentlichen Teamentwickler liegen dort. Und das ist auch der Grund, warum wir in diesem Coaching-Teamentwicklungskurriculum das so framen und sagen, das ist eine Zwischenstelle zwischen Personenkompetenz und Systemkompetenz. Wir beraten, wir helfen Leute dazu zu werden, Teams zu begleiten, aber nicht, das sind nicht wir, sondern wir begleiten die Führungskräfte darin. Und Führung ohne Team ist selten möglich. Das heißt, die Fragestellungen, mit denen Führungskräfte ins Coaching kommen, haben sehr, sehr viel mit Teams zu tun. Und deren Kompetenz zu steigern, in der Regiekompetenz, in der Designkompetenz für Teamentwicklungsprozesse, das ist das Ziel des Curriculums, neben der Begleitung von Einzelpersonen. Und deshalb wollte ich das nochmal sagen, also quasi so das Bewusstsein zu haben, wer bin ich eigentlich wirklich? Und das Thema Identitätsentwicklung vom ESB ist eigentlich ein ziemlich großes. Das habt ihr alle miterleben dürfen, weil wir ja nicht nur systemisches Handwerkszeug vermitteln wollen, sondern eigentlich euch begleiten wollen und die Gelegenheit geben, dass ihr zusammen mit den anderen, ne, vor allem durch deren Hilfe, zu dem werdet, was ihr sein könnt. In eurer beraterischen Identität, in euren Stilen, in euren Fähigkeiten, in eurer Art, in eurer einzigartigen Art, was ihr der Welt zur Verfügung stellen könnt. Ja, und das ist ein Wachstum. Und es gibt nichts Schöneres, auch für uns, wenn jemand sagt, nach 2 Jahren oder nach 1 Jahr, oh, ich mache mich selbstständig, ich bin Coach. Ja, bist du, hier, Siegel. Ja, manchmal braucht man eine Urkunde, andere brauchen sie nicht. Ja, aber es fühlt sich gut an. Ja, und das sind schöne Momente, die mich immer wieder inspirieren. Ich bin auch Begleiter von Identitätsentwicklungsprozessen. Das ist ein Herzensthema für mich, ne, seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube auch ein persönliches Lebensthema. Ne? Also immer zu schauen, wer bin ich eigentlich und wer möchte ich noch werden? Oder wer bin ich schon, bin ich aber noch nicht wirklich? Ne, das heißt, wir haben immer diese 3 Perspektiven. Wir sind etwas und diese Identität kommt lange nicht auf die Bühne, oder? Und irgendwann, wenn wir vielleicht so über den Zenit drüber sind, ich bin es gerade mit 46, kommen so andere Bilder wieder, da war doch noch mal was, da war so ein Empfinden, da war ich doch mal jemand anderes, wo hat der eigentlich Raum? Und das sind Fragen, die ich im Coaching habe. Ne? Wer war ich einmal und wer möchte ich wieder werden? Und was ist an der Zeit, jetzt zu werden und wer möchte ich in Zukunft sein? In welcher Art und Weise? Na, ich bin auch Hypnosystemiker neben der Ausbildung beim ESB. Das werdet ihr gleich ein bisschen merken. Na, vielleicht,
Auf jeden Fall sind das Perspektiven, die mir sehr viel helfen in der Arbeit. Und heute bin ich Keynote Speaker, eine sehr ungewohnte Rolle für mich. Weil normalerweise sitze ich irgendwie auf dem Stuhl und habe 12 Leute um mich herum und stehe gar nicht. Das ist meine liebte Rolle, aber ich dachte, hier auf dem Stuhl zu sitzen vor euch, das passt nicht, also stehe ich lieber. Ich hoffe, es gelingt mir. Aber ich bin auch Espresso-Trinker und Pilztrinker. Ja, in kleinen Flaschen bitte, obwohl ich im Süden lebe. Ja, was ist meine Aufgabe? Menschen, Teams und Organisationen in ihren Abenteuern zu begleiten, in ihren persönlichen, individuellen Abenteuern und das zu werden, wer sie sein wollen. Und ich möchte Möglichkeiten schaffen, und das ist schon die Rahmung, wie ich arbeite, dass Menschen wesentlich zu wesentlichen Fragen in Kontakt kommen. Und das ist etwas, was das ISB tut. Menschen zusammenzubringen, um wesentliche Fragen zu stellen und verschiedene Perspektiven auf Antworten zu finden. Ja, sodass eine zukunftsgerichtete Energie entsteht, die ferner von Lippenbekenntnissen sind und wodurch Folgeprozesse entstehen, die Bedeutung haben. Das heißt für mich, Identitätsentwicklung bedeutet auch, ich kann Identität entwickeln und aus dieser Identität heraus entsteht Energie und Kraft für dieses Team. Na, so groß es auch ist, zu sagen, okay, jetzt wissen wir, wer wir sind. Das heißt auch für mich also, diese Klarheit, wer sind wir als Team, hat auch etwas unheimlich Resilientes. Also eine Möglichkeit, wenn wir wissen, wer wir sind als Team und immer wieder eine Klarheit dafür zu gewinnen, wer wir sind, gleichzeitig auch die Möglichkeit, auf Veränderungen gut reagieren zu können. Ja, also wie etwas Stabiles. Ich möchte Öffnungsprozesse unterstützen. Für mich ist Dialog Öffnung. Und ich möchte Schließungsprozesse gut rahmen können und gut damit umgehen, weil die finden statt. Wenn wir an solchen wesentlichen Fragen arbeiten, öffnen sich die Menschen und Menschen verschließen sich. Das ist was sehr Menschliches. Was ich heute tun möchte, ich möchte darüber reden, wie sich tragfähige Identitäten für Teams entwickeln und ja, damit Menschen zu einer wirksamen Verantwortungsgemeinschaft werden. Dazu möchte ich Impulse geben. Ich habe einige Beispiele mitgebracht, wo ich einfach erzähle, wie funktioniert, wie mache ich das, wo sind die Hürden, was funktioniert manchmal auch nicht. Und ich möchte euch ganz gerne ISB-like auch ganz gerne etwas über die Lehre erzählen oder über das ISB nicht, über 2-Meter-Modelle, die mir helfen und helfen können, Identitätsentwicklung in Teams zu machen. Seid ihr noch bei mir? Da ist es schön. Ja, und zum Schluss, habe ich schon gesagt, möchte ich einen guten Dialog haben. Identität, was ist das eigentlich? Es gibt Wortherkünfte, wenn man auf den Ursprung schaut, was ist das eigentlich? Und ich habe mal so Teilnehmer aus dem Curriculum gefragt, was verbindet ihr mit dem Wort Identität? Ich erspare euch die Frage im Anbetracht der Zeit. Ja, ich gebe euch ein paar Antworten, aber das könnt ihr mal überlegen, kurz für einen Moment. Was kommt euch in den Sinn, wenn ihr Identität hört, das Wort? Was sind die ersten Assoziationen, die kommen? Ganz im Stillen. Antworten, die manchmal kommen, sind das Wesen, aber auch Interessen, Werte, das Innere, was nach außen scheint, ja, also wie Personare, Herkunft, ja, der Kern, eine gewisse Haltung und ein Bewusstsein über mich selbst. Ja. Von der Wortherkunft, 2 Ursprünge, einmal Essentitas, wesentliches Sein und Identitem, etwas immer wiederholen. Wir werden zu etwas, indem wir etwas immer wiederholen. Ja, das kenne ich so aus dem Outdoor-Sport. Ne? Also manche Leute fahren ab und zu mal Fahrrad, die anderen fahren Fahrrad und die anderen sind Biker. Ja, und wenn man das hört, dann wissen die genau, was sie am Wochenende machen. Und andere kaufen sich ein tolles Rad und sehr viel Ausrüstung und sagen, ich bin Biker und alle stehen da und sagen, nee, bist du nicht. Ne? Ja. Das heißt, dass ich Dinge immer wieder tue, ja, fordert Identität. Der Psychoanalytiker Erik Erikson hat ein tolles Buch geschrieben, Lebenszyklus und Identität, wo man sehr gut nachlesen kann, auch zum Verständnis, wenn man Kinder hat, wie entwickeln sich Identitäten eigentlich über den Lebensweg bis ins hohe Alter. Und da habe ich einfach ein paar Sachen mitgebracht, um diesen Begriff mal ein bisschen mehr zu rahmen. Und das eine ist, ich bin, was ich beitragen kann. Ja. Und dann kommen uns solche Begriffe wie Purpose und Sinn und Zweckorientierung in den Sinn. Ne? Ja. Ich bin, was ich werden kann.
Das heißt, manchmal habe ich schon eine Idee, da fängt irgendwas bei mir an, da entwickelt sich irgendwas Neues für mich, ich bin da noch nicht, aber ich sehe schon am Horizont, dass ich es irgendwann sein werde. Ja, ich bin, womit ich mich identifizieren kann, mit Werten, mit Glaubensvorstellungen, mit Wahrheiten. Ja, und ich bin das, was ich tue. Und ich bin, woran ich mich binden kann und mich zugehörig fühle. Na, das ist so, wenn man mit Unternehmen spricht, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jemanden frage, so, was machst du? Dann sagt einer, ich mache Marketing. Ne? Ja. Und sagt, ein anderer sagt, na, ich bin verantwortlich fürs Marketing. Na, und das ist zufällig in der Firma Siemens oder, ne? Oder genau, das ist vielleicht ein Beispiel. Und die anderen sagen, die sagen nicht, ich mache Marketing, die sagen, ich bin beim Stern. Und dann merkt man schon, bam, die stehen da und sagen, ich bin beim Stern. Unheimlich, was ich mache, weil ich bin Teil vom Stern. Ne? Das habe ich gar nicht am Anfang, was meinen die mit Stern? Da dachte ich, ah, okay, klar. Aber das ist eine andere Ausdruckskraft, das ist eine andere Kraft dahinter. Ne? Eine andere Bindung. Und da hatte ich letztens auch einen Teilnehmer, der sagte, oh, ich habe ein tolles Angebot für eine tolle Rolle bekommen. Ne? Aber ich bin beim Stern. Ne? Ja, das war die Rolle meines Lebens. Ich bin beim Stern. Ne? Und das war ein Identitätskonflikt. Das war nicht, die Rolle ist gut, meine Rolle ist auch gut, sondern es war kein Rollenkonflikt. Das war ein Identitätskonflikt in dem Moment. Ja, kann man auch fragen, okay, zu wem darfst du in Zukunft werden? Woanders, dass du wieder zum Stern zurückkehren kannst. Vielleicht. Ja. Gut, das heißt, Entwicklung ist eigentlich genau diese Fragen zu stellen. Wenn ich mit Klienten arbeite, ich mache das im Einzelsetting und auch mit Teams, die Fragenformen sind eigentlich, wer bin ich jetzt? Was macht euch jetzt aus? Und das ist wichtig für Teams, ich merke das immer wieder in Transformationsprozessen auch, dass die Leute gesehen werden möchten, was sie erreicht haben und wo sie gerade stehen. Und in der Anforderung, jetzt agil zu werden, selbstorganisiert zu werden, sich zu verändern, zu sagen, hey, ich möchte gesehen werden für das, was wir sind. Und das muss Raum haben, weil wir haben Identität und wir sind was. Ja. Aber auch die Frage zu stellen, und in Zukunft, was ist auf euch zukommt, was brauchst du dir jetzt, also zu wem musst du werden und wie braucht es dich jetzt und zu was braucht es dich jetzt? Und die andere Frage ist auch ganz normal, haben auch manche Leute, na, zu wem möchte ich eigentlich werden? Und zu welchem Sein bin ich gerade schon auf dem Weg? Also wo sind die ersten Anzeichen? Zu sagen, da, schau mal, wo lebst du denn diese Identität schon ein ganz, ganz klein bisschen, so in Babyschritten schon? Oh, ja, das kann sehr, sehr befriedend sein für manche. Wer war ich einmal, an dem ich mich erinnern möchte? Diese Frage hatte ich vorhin schon einmal aufgeworfen. Ja. Ein paar Beispiele auf individueller Ebene. Ja, ich hatte letztens eine Führungskraft, die war auf dem Sprung zum Senior Management, Teamleiter, hatte sich in die Rolle eingeführt. Und die sagte irgendwann so, ich weiß nicht, ob ich den Sprung schaffe. Ich sage, warum nicht? Dann sagte er, das ist ein englisches Coaching, ich mache es mal im Originalton, I am too soft, sagte er. Also mir wird zugeschrieben, dass ich für diese Rolle Senior auf dieser Ebene einfach nicht straight genug bin. Na, I am too soft. Und dann habe ich gesagt, okay, gut. Das ist ja erstmal eine Selbstzuschreibung. Die Frage ist, woher kommt die? Na, ich habe gefragt, woher hast du denn das gehört? Na, also wo kommt das her? Wo kommt denn diese Beschreibung von mir, die du übernommen hast, her? Und hattest du jemals im Leben einen Moment, wo du sagen konntest, ich entscheide mich aber dagegen? Ja. Eine Möglichkeit. Das heißt, manchmal müssen alte Identitäten gehen, damit neue Platz finden. Oder damit wirklich Identitäten Platz finden, dass wir alte Beschreibungen loslassen können. Die nächste Iterationsstufe war, I'm a nice leader. Also er hatte die Herausforderung, dass er mit einigen Teammitgliedern sehr klar reden musste, Verantwortungsklärung machen musste. Und er sah sich immer wieder die Aufgaben übernehmen und eigentlich nicht in Verantwortung, die anderen nicht in Verantwortung gehen zu lassen oder nicht in Verantwortung zu bekommen. Und dann sagt er, ja, was für eine Führungskraft bist, möchtest du denn sein? Ja, ich möchte a nice leader sein. Ne? Und ich merkte schon in seiner ganzen Körperhaltung, dass das keine, ja, das hat keine Kraft. Ja, und was am Ende rauskam, und da stand da, also wir hatten das virtuell gemacht, da stand da wirklich vor dem Bildschirm und sagte, I'm a fair leader. Ja. Und dann habe ich einen Vorschlag gemacht, probier mal the fair leader aus. I'm the fair leader. The fair leader. Ja.
Er sagt, okay, dann schaut er dann so embodimentmäßig so ein Cheerleader an. Boah, das fühlt sich gut an. Ne? Und dann die Frage, und wenn du jetzt aus dieser Rolle handeln könntest, das wärst du sie schon, wie würdest du denn dann mit deinen Kollegen und Schnittstellen jetzt im Moment reden können? Und wie würdest du das tun? Und dann stand er da und sagte, boah, fühlt sich das gut an. Ja, und es hat er richtig gespürt und sagte, dann würde ich das so und so und so machen. Und wie ist es mit deiner Idee, Senior Manager zu werden? Ja, wenn das so ist. Eine schöne Beschreibung ist in einem schönen Buch genannt worden. Das Buch ist von James Clear, 1% Method. Das Buch kann man sich gut als Summary bestellen, aber am Anfang des Kapitels beschreibt er ein wunderschönes Beispiel, wo es um Habits geht, also worum es darum geht, wenn ich mir neue Gewohnheiten angewöhnen möchte. Und er sagte, wenn du Klavier spielen möchtest, dann fang nicht an, Klavier zu üben. Mach das nicht. Setz dich an das Klavier und spiele, als wärst du schon Musiker in dem Moment. Setz dich hin, spür das Instrument, hör die Musik, die du spielst und tu so, als ob du das alles schon könntest. Und mach dir bewusst, wenn du willst nicht Klavier üben, du möchtest Musiker werden. Wie handelt ein Musiker? Wie ist ein Musiker? Wie kleidet er sich? Ja, wie kannst du das verkörpern? Ne? Und das Gleiche habe ich bei einer guten Freundin erlebt, die nämlich auch beim ISB war. Und die sagte, aber am Ende des Curriculums, da habe ich mir schon überlegt, wenn ich dann Coach bin, was kleide ich dann? Was ziehe ich an? Ne? Wie sieht mein Coachingraum aus? Ne? Und wie arbeite ich dann mit meinen Klienten? Wie stehen die Stühle? Ne? Welchen Stuhl nehme ich? Wie begrüße ich die Leute? Das war alles schon klar. Ja, und sie stand da und ich dachte, ja, ist klar. Bist du schon, ne? Stimmt. Ja. Ich hatte selber ein persönliches Beispiel. Ich bin ja selber Stiefvater. Und ich habe das nie so richtig gespürt, ne? So Rolle, ja, versorgen, Frühstück machen, ne? Ich bin auch da und klar. Und es dauert auch seine Zeit. Identitäten brauchen seine Zeit. Aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, angenommen, du wärst es, Gunnar. Angenommen, du wärst wirklich Bonuspapa. Wie würdest du denn denken? Wie würdest du fühlen? Wie würdest du handeln? Und seit 2 Wochen gebraucht, seit einem massiven, massiven, wirklich für mich transformativen Charakter, weil ich mein Ego echt hinten anstellen konnte. Und ich merkte, ich bin jetzt wirklich da, diesen Menschen ins Leben zu begleiten. Und der Mensch ist nicht da, um mir was Gutes zu tun oder mich zu mögen. Ganz egal. Wenn du wirklich das bist und wenn du wirklich so da bist, dann handelst du anders. Hatte für mich immer noch Wirkung, merke ich auch jetzt, und hat auch immer noch nachträgliche Wirkung auf diese Familie. Das heißt, ja, ich schaue mal kurz auf meine Beispiele. Ich hätte noch eins, aber ich mache mal weiter. Ja, wir wollen ja noch ein paar Teambeispiele hören, oder? Hoffentlich. Ja, das ist gut. Na? Das heißt, Identitätsentwicklung kann unterstützt werden durch das bewusste, imaginative Hineindenken und Fühlen in die Identität hinein, ja, aus der zukünftig gewünschtes Handeln entstehen kann. Ja, das kriegt ihr übrigens, ne, ich habe euch ein 10-Punkte-Factsheet, so was sind die wichtigsten Messages mitgebracht, kriegt ihr nach dem Vortrag. Ja. Handeln aus einer möglichen Zukunft, Otto Scharmer sagte das mal, ne, der Ideengeber zum Presencing oder zur COU-Arbeit, können wir aus einer möglichen Zukunft heraus handeln. Also acting from the place of most potential. Ja, also können wir aus der Zukunft, aus der emergenten Zukunft heraus handeln. Das ist, ja, who is myself, who am I, wer bin ich und wer werde ich sein? Und können wir das proben im Sinne von Prototyping? Ja, und wie überträgt man das auf Teams als soziale und damit komplexe Systeme? Und jetzt möchte ich einen ganz kleinen Bogen schlagen. Ich möchte nämlich jetzt nicht sagen, nur wie wirken wir auf Identität ein, sondern ich möchte mit euch kurz drauf schauen, welche, also ein Team, ne, eine Person ist schon komplex genug, aber es treffen sich 12 Leute mit ihren eigenen Biografien, ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen Weltsichten und die sollen zusammenarbeiten. Wie kann ich das eigentlich herstellen, dass wirklich ein stimmiges Miteinander entsteht? Wir haben alle Antworten, aber ich möchte das ganz gerne einmal rahmen in ein Modell, ne, was gut in Resonanz geht, auch mit dem ISB-Modell, welche Arten von Teamentwicklung es gibt. Beziehungsorientierte Teamentwicklung, aufgabenorientierte Teamentwicklung. Ja. Das ist ein Modell, es kommt aus der Komplexitätstheorie, ja, also Social Adaptive Systems. Und da ist die Idee, das ist eine sehr systemische Idee eigentlich,
Weil wir wissen ja, wenn wir einen Impuls setzen als systemischer Berater, verarbeitet das System das selbst, das System das selbstreferenziell. Na, das, ja, ich sitze ja in der Profession hier, ja, systemisch zu denken und zu handeln. Das heißt, manchmal machen wir eine Teamentwicklung und wir sagen, okay, können Sie bitte so eine Art Charter machen, was sind die 7 Verhaltensregeln, die wir unserem Team geben wollen? Ja, und was entsteht, ist, dass die Leute nicht danach handeln. Es steht irgendwas anderes, aber irgendwas entsteht. Ja, also die Frage ist eigentlich, auf welcher Ebene können wir führen und können wir Impulse setzen, ohne zu wissen, was daraus entsteht, aber wenigstens sicher gehen, dass wir aus Perspektiven handeln, die wirksam sein können. Auch wenn wir nicht wissen, wie wirksam. Und ich möchte euch ein Modell vorstellen, wo ich nenne es 4 Treiber von Komplexität. Man kann auch Hebel sagen, aber ich möchte das nicht so verstanden wissen, dass wir einen Hebel ziehen, sondern eher quasi, aus welchen Richtungen können wir Impulse setzen, damit ein Team sich entwickelt. Und ich merke, das ist ein sehr wichtiges Thema, gerade heutzutage. Ich habe einige Klienten, die sagen, boah, in den letzten 2 Jahren haben wir so viele Mitarbeiter bekommen, die wissen gar nicht, wer wir eigentlich sind. Ich weiß auch nicht mehr, wer die sind. Ich habe nämlich kaum Kontakt zu denen. Wir treffen uns bei den Dailies und Weeklies, aber wer sind die Menschen eigentlich wirklich? Wir sind sehr klar darüber, welche Prozesse wir brauchen, wie wir arbeiten, aber wer sind die anderen? Und wir verlieren ein Gefühl von Kohärenz, wir verlieren ein Gefühl von Nähe, wir verlieren ein Gefühl von Zusammensein. Ich habe einen großen Bereich eines Konzerns, der seit 2 Jahren, glaube ich, über 2/3 der Belegschaft, ne, viele sind gegangen, andere sind raus. Ne? Die sitzen in Indien, in Irland und in Rumänien, offshoring. Und die sagen, wir sind ein Bereich, wir haben keine Ahnung, wer wir sind. Noch dazu kommt, dass die von Bord so viele Dinge eingespielt bekommen, dass sie gar nicht sagen können, wir wissen gar nicht, wer wir sind, dass wir überhaupt uns vertreten können an dem Tisch dort oben. Wir werden einfach nur gespielt. Wir brauchen eine gewisse Klarheit darüber, wer wir sind, aber wir brauchen vor allem ein Gefühl von Zusammenhalt. Ja, und daran würden wir gerne arbeiten. Ja, das heißt, die Anliegen, die wir haben, die wir immer, wie ich immer wieder höre, momentan verstärkt, aber auch sonst, wir würden gerne eine Idee davon haben, wer wir sind. Wir würden gerne eine Idee davon haben, wie wir arbeiten. Wir würden gerne eine Idee davon haben, von Team Spirit, von Zusammenhalt. Das sind unsere Anliegen. Ganz banale Themen. Wissen, dass solche Anliegen braucht es Auftragsklärung. Ne? Ja, das ist so, ne, das sind schöne Gedanken, aber was braucht es wirklich? Und ich möchte auch mit diesem Vortrag nicht alle Antworten dazu geben, aber zumindest ein Modell kurz auflegen, das so ein paar Perspektiven aufzeigt. Ja. Gut. Bevor wir das machen, was ist denn Identitätsentwicklung für Teams? Und da kommen wir auf 2 Begriffe, nämlich Vertikalität, Horizontalität vom ISB zu sprechen, dass Teamentwicklung nicht ohne die Integration und die Betrachtung vom Gesamtsystem möglich ist. Wir müssen schauen, wo es eingebettet ist, welche Schnittstellen bestehen, nach oben und auch zur Seite. Das heißt, wir haben eigentlich 3 Ebenen, auf denen wir arbeiten müssen. Ein Team, was Identitätsentwicklung macht, auch eine Idee davon, was von dem Team erwartet wird. Also was sind die Anforderungen, die Ideen, die Fantasien von den Führungen, Führungskräften oder von den Führungsebenen, auch von den Schnittstellen, für was bist du denn eigentlich da? Ja, oder wenn ich du sage, meine ich ja mit das Team. Zweitens braucht das Team, ne, das ist dieser organisationsintegrative Prozess, zu sagen, ne, wo integriere ich mich in die Organisation, mit welchem Auftrag? Aber dieser Auftrag klingt manchmal so banal und so unenergetisch, dass manche Leute damit nicht unbedingt in Kontakt gehen. Das heißt, wir brauchen immer noch diese Aufmerksamkeit, daran zu arbeiten. Was ist denn die Teamvorstellung, wofür sie da sind? Und wie kriegen sie das eigentlich so formuliert und auch so energetisch hin, dass es wirklich erfüllend ist? Aber auch, welche Arbeitsweise, welche Kultur wollen wir schaffen für uns? Na, jedes Team würde diese Aufgabe anders bewältigen, aber wie wollen wir es machen? Was ist unsere Idee dazu? Ja? Und dann personenorientierte Perspektive, Identität entsteht dann, wenn ich mich mit meinen persönlichen Kompetenzen und mit meinen Anteilen und mit meinen Ideen einbringen kann, wo ich merke, dass das Team Zuschreibungen schafft zu mir, ne? Dass man sagen kann, und du bist zuständig für das und das trägst du zum Team bei und das ist das Besondere von dir. Und wenn ich das merke, dann kriege ich einen Platz im Team. Und wenn ich einen Platz im Team kriege, da habe ich das Gefühl von, hier bin ich zu Hause, ihr wisst, wie ich das meine. Ja, hier gehe ich gerne hin, es fühlt sich gut an. Ne? Das heißt, dieser Prozess und diese 3 Ebenen zu verzahnen, ich glaube, das ist das, was ich immer wieder auf eine gute Art und Weise versuche, auch wenn es mir nicht immer gelingt. Ja.
Aber um diesen Bereich Team, interne Perspektiven zu entwickeln, ne? Nochmal zurück zu diesen vier Treibern von Komplexität, ich hatte es angekündigt. Das eine ist, kann ich darauf einwirken, dass Nähe entsteht? Ja, also wie hoch ist die Distanz zwischen den Einzelnen? Dann kriege ich die zusammen, dass sie ein Gefühl von Sicherheit erfahren, ein Gefühl von Bezogenheit, ein Gefühl von, ich bin gesehen, ne? Und ich weiß, wer du bist. Ne? Also du weißt, wer ich bin, ich weiß, wer du bist. Und das fühlt sich richtig an. Ich kann dem vertrauen, du bist authentisch, ich kann authentisch sein. Ne? Diese vier Ebenen, ne? Das, die nächste Ebene ist sich das Team der Diversität bewusst, was sie haben? Ne? Haben wir auch heute im Laufe des Tages gehört. Unterschiedliche Leute, du hast es angekündigt, Thorsten, heute Morgen. Ne? Also Leute, und welche Unterschiedlichkeiten bringen Teams mit? Und kann ich, und ihr merkt von wegen, wenn ein Team mit 20 Leuten arbeitet, ist also meine erste Frage, wo sind die Teams in den 20 Leuten? Weil als 20 Leute arbeiten sie sicherlich nicht so als Team zusammen, wie man sich das vorstellen kann. Also wo sind die einzelnen Themen und wo entsteht, ne, wo so viel soziale Komplexität von 20 Leuten als Team zu bezeichnen, klar, ist auch richtig so, ne, von der Identität, aber wo sind die eigentlichen Teams? Das heißt, Komplexität erhöht sich automatisch mit mehreren Personen, reduziert sich mit weniger. Wir wissen alle, dass Teamarbeit zwischen 5 und 8 eigentlich optimaler ist als mit 10 oder 12. Ja, also auch schauen, wo können wir ein Maß von Diversität schaffen, wo Arbeit erledigt werden kann und wo überfordert uns Diversität, wo ist sie eventuell auch zu wenig. Das nächste ist Thema Interdependenz. Schaffen wir Bezüge? Also können wir gemeinsame Ziele absprechen? Haben wir gemeinsam einen Purpose? Haben wir eine Vorstellung, welche Prozesse wir brauchen? Haben wir eine Vorstellung, wie agile Prozesse aussehen? Haben wir eine Vorstellung, wie wir unsere Arbeit erledigen wollen? Ja. Und das nächste ist das Thema Adaptivität. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, dass ich ja nicht Teamentwickler bin, sondern ich begleite ja Teams mit Impulsen, aber das Lernen, wie das geht, liegt in den Teams selbst. Teams müssen Muster überprüfen können, sich neue Muster angewöhnen können, sie müssen Second Loop Learning schaffen können, sie müssen irgendwie in einen Prozess kommen, wo sie sich selbst anschauen können und betrachten können, sagen, wie machen wir das denn gerade? Ja, also Retros ist die einfachste Form, ja, zu sagen, wie arbeiten wir gerade, wie machen wir es besser. Also ein System dazu bringen, selber zu lernen, ne, damit es auch adaptieren kann, damit es Herausforderungen gewachsen ist, die sich ständig ändern momentan. Das heißt, diese vier Ebenen zusammenzubringen in einen guten Prozess, zu schauen, ich schaue nicht nur, welche Vision das Team braucht, welche Werte es hat, sondern wie kann ich Interdependenzen wesentlich absprechen können, aber gleichzeitig Bewusstsein für Diversität und Näheprozesse einleiten. Ja, also wie kann ich die vier Felder so verzahnen miteinander, dass was gesamt ist und dass ich quasi multifaktorisch arbeiten kann, wenn man das mal so sagen kann. Ja? Und ich habe euch das mal zusammengeschrieben, ne, wie das aussieht. Ich habe das Thema Adaptivität in diesem Modell mit Teamlernen ersetzt. Das ist ein bisschen weniger holprig, oder? Ja, also für mich auf jeden Fall. Ne? Mission, Vision, Aufgaben, Ziele, Werte, Verantwortung und Rollen, Verantwortungsklärung, Team lernen, Reflexion von Mustern, Einstudieren neuer Muster, selbstständiges Lernen, Aufbau von Systemen und Personenkompetenz, weil manchmal müssen wir auch banale fachliche Themen lernen, damit Teamarbeit funktioniert, oder auch also Kommunikationskompetenz aufbauen in Teams. Na, also das sind auch Handlungsfelder. Diversität, Kompetenzen, Erfahrung, Überzeugung, Präferenzen, Größe des Teams, na, und Distanz, Nähe, ich habe es gerade erwähnt. Und jetzt könnte man sehr viele Methoden dort einordnen. Ja, also man könnte sagen, welche Methoden helfen, Diversität sichtbar zu machen. Ja, beispielsweise die Leute über ihre Kompetenzen reden zu lassen, über ihre Zuschreibungen, was sie Einzigartiges mit sich bringen. Ja. Ja, das heißt, ich habe... also auch gerade in den Curricula, wo viele Leute fragen, okay, was sind die Methoden zur Teamentwicklung? Naja, Methoden sind, wir wollen Metakompetenz schulen und trotzdem hilft das Modell für mich immer wieder, auch Teamentwicklungsprozesse zu designen. Ja. Wird das deutlich für euch gerade? Ist das so? Ja? Okay, gut. Und das Schöne ist, dass das ISB, wenn ich das mal sagen darf, durch die Art und Weise, wie wir Kulturbegegnungen machen, welche Formate wir nutzen, wie Spiegelungsformate, Begegnungsformate eigentlich, alles haben. Und ich merke immer, dass diese Begegnungsformate, wenn ich das so rahme, dass über alle vier Felder gut gesprochen werden kann, weil da Fragen entstehen, und wenn ich diese Formate nutze vom ISB,
dann steht wesentlicher Kontakt und die wesentliche Klärung. Gut. Wir bewegen uns ein bisschen weg von Komplexität. So verständlich? Ja? Okay, gut. So ambivalente Rückmeldungen. Ja, bin danach noch da, könnt noch Fragen stellen. Ja, ist okay, bin ich gewohnt bei dem Modell. Ja, ich schaue mal kurz ein bisschen mit auf die Uhr. Ah ja, gut. Okay. Gut. Vor 8 Jahren habe ich eine Holding begleitet. 7 Geschäftsführer haben gesagt, Gunnar, wir wollen einen Prozess haben, weil wir müssen wissen, wofür die Holding steht. Dieser Prozess hat ungefähr 1 Jahr gedauert. Wir haben uns 7 Mal getroffen, glaube ich, mal 2 Tage, mal 1 Tag. Und es ging darum, dass wir erstmal erarbeitet haben, was eigentlich der Zweck dieser Holding ist miteinander. Und das war kein Workshop, nach dem schreibt das jeder mal auf, dann machen wir eine kurze Clusterung, dann haben wir einen Satz, sondern es ist eigentlich ein Prozess, von wo Menschen sehr, sehr tief in Kontakt gehen und von sich sehr viel erzählen, wie sie das eigentlich sehen. Und der eine sagt auch, ich weiß noch, wie der andere sagt, der sagt dann auch, wir sind doch eigentlich nur dazu da, um Profit zu machen. Und schauten ihn 5 Leute an und sagen, wie bitte, was sind wir? Das ist doch nur ein Ergebnis, aber es ist doch nicht unser Zweck. Wir kommen alle aus Konzernen, wir haben alle eine Umgebung erfahren, die für uns leistungsfördernd war und manchmal, wo unsere Bedürfnisse untergegangen sind, und wir haben diese Holding gegründet, um das zu ändern. Dafür sind wir angetreten und das wollen wir ganz gerne auch weiterhin leben. Daraus ist ein Purpose entstanden und das war so ein folgender Moment. Und das ist so ein Moment, wo die saßen im Kreis. Die hatten, glaube ich, 800 Versionen ungefähr. Ja, aber 800 Versionen, das ist jetzt nicht so, dass jede Vision komplett anders klingt, sondern diese Gespräche führen zu einer Kohärenz, dass jeder weiß, was in jedem Wort steckt. Und wenn Sie ein Wort lesen, entfaltet sich da eigentlich ein ziemliches Universum an Ideen dazu, was das bedeutet. Das heißt, das ist eine Essenz. Ja? Also ein Purpose im Sinne von, ich mache mal einen Purpose in 2 Stunden, habe ich sehr selten erlebt, dass der wirklich Kraft bekommt. Und die saßen im Kreis und dann stand der eine so auf, es war so Stille im Raum, ne? Alle im Kreis. Ich so, okay, was kommt? Eine letzte Runde, so, es war wirklich so, es war die Luft war zum Schneiden. Und dann steht da einer auf und sagt, ich hab's. Stellt sich hin, hängt so ein DIN A4-Blatt auf und schreibt diesen Purpose hin. Danach war Stille. Und ich weiß es noch und ich kann es auch nochmal nachempfinden gerade. Und es war nicht nur Stille, sondern das war so, ich stand neben meiner Tandempartnerin, der Heidi, wir standen so nebeneinander und Heidi so, spürst du das auch? Ich sag, aha, ich weiß nicht, was du spürst, aber ich spüre was. Und dann schauen sich die ganzen Führungskräfte schauen so an und sagen, was ist los bei euch? Ich sag, das ist so krass. Ja, wie was? Das war so wie ein Kreis von Energie. Ich möchte nicht esoterisch werden, aber so hat sich das angefühlt. Ja, so, boah. So, und dann war so Stille und dann standen sie so auf und sagten, ja, dieser Purpose ist seit 8 Jahren aktiv. Er begleitet sämtliche Entscheidungsprozesse von allen Holding-Anteilen. Ich weiß, dass das Geschäftsführer vor 3 Jahren gestorben ist und das auch nochmal als sein Lebenssinn vorgelesen worden ist. Alle Prozesse, alle Ideen werden dem unterstellt. Momentan sind wir glücklicherweise nach 6 Jahren bin ich wieder in Kontakt mit einigen dieser Firmen, die jetzt sagen, und wenn unser Purpose bleibt, wie sieht unsere Vision aus für die kommenden Jahre in jedem dieser einzelnen Firmen? Das ist tolle Arbeit, ja, also die mich sehr beseelt. Wie arbeite ich damit? Ich arbeite mit einem Modell, was ihr kennt, ich arbeite gerne in der Struktur mit den logischen Ebenen. Ja, von Robert Dilts, ich bin kein NLPler, aber darum geht es auch nicht, sondern es geht darum, können wir einen strukturierten Prozess ins Leben rufen? Und das ist ein Modell, was mir hilft und auch den Leuten hilft, einzusortieren, wie wir Identität schaffen können. Und im Obersten steht die Idee von der Entwicklung eines kraftvollen Purposes, ja, aber dass es da nicht endet. Und ich weiß, es gibt das sind solche Unwörter, so Purposifizierung eines Unternehmens. Alle Teams machen jetzt Purpose, dann reden sie drüber. Das ist sicherlich gut. Aber ich frage mich gerade, wie kriegt das denn Tiefenwirkung? Tiefenwirkung kommt es, glaube ich, dann, wenn wir sehr kongruent schauen, dass auf allen Ebenen Antworten gefunden werden im Bezug zur oberen Ebene. Also sprich, wenn das unser Purpose ist,
Wie sieht unsere Vision aus? Wenn das unsere Vision ist, wer oder was müssen wir sein, damit das möglich wird? Zu wem müssen wir werden? Woran müssen wir glauben und woran glauben wir bis jetzt und was ist davon förderlich und was ist hinderlich? Ja. Was muss uns wichtig sein? Ich weiß noch, vor 16 Jahren habe ich so einen Teamentwicklungsprozess betreut und dann hieß es so, ja, und wir machen diese neue Teamkultur. Und dann weiß ich, ich war mit einem sehr geschätzten Kollegen unterwegs, ja, und aber wir hatten nur ganz wenig Zeit und ich merkte, der wurde so langsam ungeduldig und dann fing der so an, die Werte des Teams schon mal aufzuschreiben, so was er glaubt, was wichtig wäre. Und dann standen solche Teams wie Respekt, Wertschätzung, Offenheit. Ja? Und die ganzen Leute saßen und sagen, cool, ah, Respekt, Wertschätzung, Offenheit. Und er sagte, prima, und das leben wir ab heute, oder? Tschakka. Ja, das war so, und alle sagten, ging raus. Ja, das war der Teamworkshop. Ja, sicherlich gut, ne? Aber wie kriegt es eigentlich nochmal Tiefgang? Und wir, ne, zu sagen, und wenn ich diesen Prozess durchgehe, entstehen meistens auch ganz andere Werte, die nämlich Bezug haben zu dem Purpose. Und dann kann man die Frage stellen, welche Kompetenzen brauchen wir, um das zu leben? Und dann kommt das erste Mal, wo ich jetzt auch, wir begleiten gerade ein großes Unternehmen mit 30, über mehrere Loops, mehrere Teams, wo wir merken, und dann kommen die auf die Idee zu sagen, so, okay, wenn wir das werden wollen und wenn wir das auch sein wollen, dann wissen wir auch, was wir von diesen Methoden, von diesen New Work Methoden jetzt wirklich brauchen und was wir auch nicht brauchen. Ne, und was wir lernen wollen, damit das möglich ist. Und dann, ne, und meine Erfahrung ist es so, wenn genügend Zeit gegeben wird, ist nicht immer der Fall, dass wenn die oberen Ebenen gut bespielt werden, dass sich das quasi vervielfältigt wie ein römischer Brunnen. Dass wenn die oberen Ebenen klar sind, dann läuft es über und es wird klar zu sagen, ja, und das brauchen wir und das brauchen wir auch. Ja. Und ich möchte nochmal dafür plädieren, dass es mir nicht darum geht, ein Modell auszufüllen, wie so ein Canvas, die auch hilfreich sind. Mir geht es darum zu schauen, ich gehe erst in die nächste Ebene, wenn die Leute das Gefühl haben, ja, ja, da ist Energie dahinter. Ja, und wir wissen auch, dass nicht jeder 100% Energie haben kann. Es gibt auch einfach unterschiedliche Persönlichkeiten, die unterschiedlich damit umgehen, aber es geht trotzdem, erlebe ich immer wieder, wenn Leute damit anfangen zu arbeiten, ist das anstrengend. Und ich erlebe immer wieder, boah, ist das anstrengend, aber es ist gut. Ja? Oder, okay, Leute, das ist jetzt so 90%ige Qualität und dann sagen plötzlich Leute, die vorher gesagt haben, können wir bitte mal fertig werden, sagen, nö, ich will 100. Ich will es wissen, ich will das jetzt genau haben, weil mit diesem einen Wort oder mit diesem einen Punkt oder mit diesem einen Aufrufezeichen bin ich nicht einverstanden. Ja. Ich glaube, dass, wie machen wir das, dieses Erarbeiten, Öffnungsprozesse gestalten, ist nicht nur darüber reden, sondern auch alle möglichen Sinneseindrücke nutzen. Ja. Es gibt so viele schöne Methoden oder Ideen auf dem Markt, ja, was man machen kann, ja, dass man bildlich, visuell arbeitet. Ich hatte vor einigen Jahren habe ich einen Vorstand begleitet. Das ganze Unternehmen ist über mehrere Jahre wirklich komplett agil geworden. Sie hatten 200 agile Teams gegründet und waren jetzt vor der großen Frage, wir schaffen uns jetzt ab. Wir Management, uns wird es in den nächsten Monaten nicht mehr geben. Doof war nur für die, aber was machen wir jetzt? Also wer sind wir jetzt im Unternehmen als Gruppe, als jeder Einzelne? Und das war eine große Frage. Was haben wir gemacht? Damals haben wir erstmal wirklich einen Vormittag damit verbracht, überhaupt die Leute zu fragen, was habt ihr aus eurer alten Identität schon gestaltet? Na, also wo wart ihr schon wirksam? Das hat denen sehr gut getan. Weiß ich noch einfach, dass sie sehr berührt waren davon. Und dann haben wir solche kleinen Videos gedreht. So Sendungen mit der Maus habe ich von meiner Frau. Die sagt immer, dreht mal ein Video und Sendung mit der Maus-Stil. Ne? So, hallo, ich bin Gunnar, ich bin der Trainer. Oder, hallo, wir sind das Management. Morgen gibt es sonst nicht mehr. Ja? Aber ab übermorgen werden wir folgendermaßen agieren. Ja? Und die haben wirklich so wunderschöne 2 bis 3 Minuten, das ist auch veröffentlicht worden in einem Buch vom ESB, diese Methode. Und die haben einfach verschiedene Szenarien durchgespielt, welche Identität sich gut anfühlt und welche passend sein könnte. Und die haben sie vorgestellt. Und dann haben sie das durchgezogen. Hatte ich sehr viel Respekt davor. Ja. Letztens, vor einer Woche, ich begleite ein Führungsteam von 7 Leuten immer mal wieder. So alle 4 Wochen sehen wir uns im Folge in der Führungskräfteentwicklung. Die Teamleiter trainiere ich in Führungskompetenzen.
Und die Bereichsleitung oder die Geschäftsleitung begleite ich eigentlich in Teamentwicklung. Und da, das ist ein Unternehmenseigner, der ist sehr kraftvoll, sehr stark, der hat sehr starke Vorstellungen und alle haben so nach dem Motto agiert, wie er es möchte. Und er hat sich immer beschwert, dass seine Bereichsleiter nicht in Verantwortung gehen. Also in a nutshell. Ne? Und irgendwann kam die Frage auf, so, ich möchte wirklich gerne mal wissen, wer wir eigentlich sind. Sind wir ein Steuerungskreis, die einfach nur Impulse aufnehmen und das nach unten durchgeben? Oder sind wir ein Führungskreis? So, also die haben definiert, so, das war ein interessanter Moment, und dann wurde der Geschäftsführer gefragt, naja, wie brauchst du sie denn? Ah, Führungskreis, ne? Und alle so, mhm. Klar. Ja. Na, und sagt, ja. Und dann sagte ich, naja, vielleicht ist das etwas, in das ihr Nein leben müsst. Ne? Und das ist etwas, wo ihr Nein leben müsst. Das könnt ihr nicht nur definieren, das braucht seine Zeit. Aber die haben gesagt, und wenn wir Führungskreis sind, dann sprechen wir jetzt darüber ab, wer welche Verantwortung hat. Und dann bist du, lieber Geschäftsführer, in unserem Kreis nicht Unternehmenseigner, dann nur Geschäftsführer. Und in einer Doppelrolle auch Bereichsleiter. Und wir möchten dir sagen, wann du in welche Rolle aufzutauchen hast. Okay, klare Ansage. Ja. Die stimmen sich jetzt ab, die haben einfach auch Verfahren gelernt, wie sie gute Entscheidungen treffen können und sind jetzt einfach auf einem anderen Weg. Aber ich merke, da hat sich etwas getan, eher so vom nicht wir arbeiten wir, sondern wie sehen wir uns. Und letztens sagte der Geschäftsführer, dass sich das gut angefühlt hat. Das ist das erste Mal das Gefühl, dass Leute in Verantwortung gehen. Ja? Und die anderen sagten, das ist auch das erste Mal, dass du Verantwortung zulässt. Ja. Ja, ich habe euch Beispiele mitgebracht, wie sowas nachher aussieht, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich die zeigen muss. Weil das sind total, die klingen total banal und keiner geht in Kontakt damit, aber für die bedeutet das sehr, sehr viel. Das sind manchmal banale Sätze und alle sagen, aha. Und deshalb ist die Identitätsentwicklung meistens auch nicht unbedingt gleichzusetzen mit Leitbildentwicklung. Und ich möchte nicht kritisch über Leitbildentwicklung sprechen. Aber ich glaube, dass manchmal Leitbildentwicklung einem Marketingzweck dient und einer Intention dient und das häufig sehr viel zynische Bemerkungen schafft im Sinne von schnell gelocht und gut gelacht Dynamik. Ja. Und trotzdem haben sie ihren Zweck und ich weiß, dass es auch fantastische Prozesse gibt. Ja. Aber wenn zum Beispiel ein Team sowas entwickelt, rate ich dem Team meistens nicht zu sagen, publiziert es nicht, sondern lebt es. Nehmt das als Steuerungsinstanz und lebt es und schaut, welche Erfolge ihr habt, dass irgendwann die anderen Teams sagen würden, was verbindet ihr mit dieser Gruppe und dass ihr die Antworten bekommt, die ihr euch damals vorgenommen habt. Also wie entsteht eigentlich Wirksamkeit und nicht nur die Wirkung im Unterschied. Ja. Ich klicke das jetzt kurz durch. Ich habe nämlich, na, dass ihr es wisst, das sind solche Themen. Wenn ich sowas mache, gibt es so gewisse Parameter. Ich lasse die Teams das selber identifizieren, an welchen Parametern sie ihren Purpose messen wollen. Und dann stehen ganz unterschiedliche Ideen dazu. Aber es hilft einfach nur, so Resonanz kognitiver Art und Weise abzuholen. Und manchmal stehe ich auch mit den Leuten und sage so, wie viel Energie spürt ihr denn jetzt, wenn ihr das vorlest, wenn ihr das sagt? Ja, und das ist ein guter Parameter. Und dieses Letzte, was ich sagte, wie entsteht Wirksamkeit und nicht Wirkung? Ich habe vor einigen Jahren ein Buch gelesen, das heißt über die Wirksamkeit von François Julien. Es vergleicht asiatische Methoden mit europäischen Methoden. Ich möchte da nicht drauf eingehen, aber es gibt einen Unterschied, dass in der griechischen Kultur gesagt wird, da gehen wir hin und da wollen wir hin. Und alle kennen das Ziel. Und in asiatischen Kulturen, die sagen vielleicht, wir fangen mal an und mal gucken, was daraus kommt. Was draußen steht. Dadurch werden wir werden eigentlich handlungsflexibler. Ja, zu sagen, wie machen wir das? Und dadurch, um damit zu schließen, ich glaube, Kultur entsteht durch Kultur, ja, und Identität entsteht durch Identität, durch das konstante Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus